Als erster deutscher Autovermieter führt Europcar die Elektromobilität in Deutschland ein. Bereits im Dezember 2011 wurden in Hamburg die Schlüssel zu 5 Citroën C0 übergeben. Elektromobilität wird eine der Antriebsformen der Zukunft sein. Wie weit sie sich durchsetzt, wird man sehen, aber wir glauben fest daran. Eingesetzt werden die Vorreiter zunächst auf Sylt. Mit 64 PS und 130 km/h hat der C0 eine Reichweite von rund 150 Kilometern. Perfekt für die Nordseeinsel. Und wir sind natürlich froh, weil Sylt ja immer in Deutschland ganz oben ist. Und wenn wir das natürlich für den Klimaschutz genauso erreichen können, dann wären wir natürlich hier wieder in einer Vorreiterrolle. Und von da aus unterstützen wir das auch gerne. Die Elektrofahrzeuge erzeugen weder Abgase noch Motorengeräusche. Mit einer RFID-Karte können die Nutzer selbst nachtanken. Hiermit öffnet sich dann der Zugang zur Ladung. Ladekabel wird eingesteckt, entsprechend auch im Fahrzeug. Rund 4 Stunden später haben die Batterien ihre volle Leistung erreicht. Die Fahrzeuge werden voll aufgeladen vermietet, können aber auch leer wieder zurückgebracht werden. Sylt steht natürlich für Innovation, für Ökologie und das passt natürlich auch genau zu uns, innovativ zu sein, ökologisch unseren Beitrag zu leisten. Die Elektroautos sind auch noch preisgünstiger. Damit geht Europcar mit gutem Beispiel voran.